So, bevor wir richtig ins Flächenberechnen mittels Integration einsteigen können, müssen wir noch den Zusammenhang zwischen dem bestimmten Integral und der Fläche oder dem Flächeninhalt klären. Es geht um Folgendes: Wenn das Schaubild einer Funktion im Positiven verläuft, können wir Ober- und Untersumme bestimmen und deren Grenzwerte sind dann positive Zahlen, die, wenn sie übereinstimmen, dem Flächeninhalt hier entsprechen. Wenn jetzt aber das Schaubild im Negativen verläuft, habe ich ein Problem, denn dann sind die Höhen, die ich ja als f von x irgendwas definiert habe, negativ. Da hat das bestimmte Integral also einen negativen Wert. Ganz einfach, weil Delta x mal f von xi eine negative Zahl ist. Das heißt, ich habe folgende Situation: Wenn ich hier in diese Richtung integriere, von a bis zu irgendeiner Zwischenstelle c, wird dieser Flächeninhalt hier positiv sein, oder besser gesagt, das bestimmte Integral wird positiv sein. Das bestimmte Integral hier ist negativ. Ein Flächeninhalt kann aber nicht negativ sein. Deswegen folgende Bezeichnung. Ich schreibe jetzt hier a2 mit einem Minus dran, um anzudeuten, das ist noch nicht die Fläche, sondern das ist der negative Wert des Flächeninhalts. Das wird mir immer wieder passieren. Eigentlich sollte man Fläche und Flächeninhalt auseinanderhalten. Manchmal sage ich schlampig einfach Fläche, obwohl ich den Flächeninhalt meine. Fläche ist dieses geometrische graue Ding hier. Flächeninhalt ist eben deren Inhalt, also eine Zahl. Zwei verschiedene Dinge, aber ich werde es manchmal durcheinander bringen. Also wie gerade erklärt, wenn die Funktion positiv ist, dann ist das bestimmte Integral eine positive Zahl und entspricht da. Sogar in Text entspricht der gesuchten Fläche, müsste Flächeninhalt heißen. Okay, Wurst. Dann, wenn das f von xi aber negativ ist, dann wird auch Ober- und Untersumme negativ und damit auch deren Grenzwert das bestimmte Integral. Und das nenne ich jetzt den vorzeichenbehafteten Flächeninhalt. Oben mit einem Minuszeichen. Also hier. Denkt an das Bild von vorher, a2 oben minus ist das Integral von c bis b, f von x dx und das ist negativ. Falsch wäre es dann zu sagen, den gesamten Inhalt der Fläche, also hier, diese Fläche, um die geht's, deren Inhalt ist nicht die Summe dieser beiden bestimmten Integrale, denn das ist ja negativ. Also hier würde rauskommen, was weiß ich, zum Beispiel plus 4 und hier würde dann minus 2 rauskommen. Wenn ich die zusammenzähle, kriege ich ja 2 und nicht 6, so wie es sein soll. Also lange Rede, kurzer Sinn. Daran kann man eigentlich das Ganze verstehen, was ich in dem Video sagen will. Hier muss insgesamt 6 rauskommen. Das heißt, ich muss diese 4 mit dem Betrag von diesem Ding hier addieren. Also Betrag minus 2 und damit gibt es 4 plus 2 gleich 6. Fertig. Hier in Formel nochmal. Der tatsächliche Flächeninhalt ist eben der Betrag des vorzeichenbehafteten Flächeninhalts und in diesem Fall ist es negative, weil das Ding ja negativ ist. Und damit wird es positiv. Uiuiui, jetzt habe ich viel, viel Zeichen um mich geschmissen. Minus a2, Minus und so weiter. Wenn ich das verwirrt haben sollte, denkt an das Zahlenbeispiel mit der 4 und der minus 2. Um das nochmal zusammenzufassen, den Unterschied: Mit Groß I bezeichne ich das bestimmte Integral von a bis b, f von x dx. Also ich integriere von da bis da, da würde ich hier diese Ober- und Untersummen bilden, deren Grenzwerte bestimmen und dann zusammenzählen. Das ist das bestimmte Integral. Und da würde jetzt 4 plus minus 2, also 2 rauskommen. Das heißt, in dem bestimmten Integral werden die Vorzeichen dieser einzelnen Teilausdrücke gespürt und die können eben auch negativ sein. Wenn ich aber die Fläche berechnen will, also den Inhalt der Fläche, der insgesamt eingeschlossen wird, dann muss ich, wie hier bei den vorzeichenbehafteten Anteilen, das Minuszeichen durch den Betrag wegmachen. Und das nenne ich dann Groß A. Also bitte ganz wichtig unterscheiden. Groß I ist das bestimmte Integral. Das wird in der Regel nicht dem Flächeninhalt entsprechen. Es ist kleiner gleich a und ist nur dann gleich a, wenn meine Funktion komplett oberhalb der x-Achse verläuft. Also,
bestimmtes Integral i, Flächeninhalt a, bitte unterscheiden, in Teilintervalle aufspalten und dann die richtigen Vorzeichen setzen. So, das kann man recht kurz und knapp zusammenfassen. Wenn ich den Flächeninhalt will, dann klappe ich einfach die negativen Teile nach oben, sprich ich betrachte einfach den Betrag von f. Betrag holt mir alles Negative hoch. Und dann kann ich allgemein sagen, der Flächeninhalt, der auf dem Intervall AB von Kf und der x-Achse eingeschlossen wird, ist das Integral nicht über f von x dx, sondern über Betrag f von x dx. Das ist allerdings nur theoretisch befriedigend, denn praktisch kann ich nicht den Betrag direkt integrieren. Also wenn ihr dann nachher von Hand solche Flächen berechnen müsst, müsst ihr hier die Stellen erstmal finden, wo f das Vorzeichen wechselt und müsst dann von Hand einmal hier integrieren und hier wird dann nicht f integriert, sondern minus f. Keine Sorge, es kommen noch viele Beispiele. Wenn ihr hingegen, Baden-Württemberg nicht mehr, in anderen Bundesländern, wenn ihr einen grafikfähigen Taschenrechner zur Verfügung habt oder ihr könnt auch, warum mache ich das eigentlich gelb, weg. Klickwaren. So, also grafikfähige Taschenrechner oder ihr könnt euch am PC oder auf dem Handy GeoGebra runterladen. Da könnt ihr das direkt so eingeben. Da gibt es einen Befehl abs für den Absolutbetrag und dann auch einen Befehl fürs Integrieren und da könnt ihr ganz bequem eure Rechnungen, die ihr von Hand gemacht habt, kontrollieren, ob die stimmen. Also abschließend, das ist die allgemeine Formel zur Berechnung eines Flächeninhalts unter einem Schaubild. Die bringt euch in der Praxis aber nichts, da ihr, wie gesagt, den Betrag nicht direkt integrieren könnt, sondern zerlegen müsst in einzelne Abschnitte. Ja, jetzt doch nochmal ein konkretes Beispiel. Vielleicht wird es dann klarer. Ich schaue mir die Sinuskurve an auf 0, 2 Pi. Um den Flächeninhalt zu berechnen, muss ich, wie gesagt, den Betrag integrieren. Dann mit irgendeinem Computeralgebra-System kommt hier die Zahl 4 raus. Das heißt, diese graue Fläche besitzt den Inhalt 4 Flächeneinheiten. Wenn ich hingegen das bestimmte Integral einfach hinschreibe ohne den Betrag, dann integriere ich von 0 bis Pi dieses Ding hier plus das Integral von Pi bis 2Pi. Und jetzt sieht man aus Symmetriegründen, sind die betragsmäßig natürlich gleich groß, aber der hier ist negativ, weil hier die Sinuskurve unter der x-Achse verläuft. Also ohne dass ich die einzeln ausrechnen müsste, kommt hier 0 raus. Das wird euch auch PC oder Taschenrechner liefern. Wenn ihr das eintippt, gibt es 0. Wenn man möchte, könnte man auch diesen Begriff einführen. Das bestimmte Integral ist so eine Art Flächenkontostand, wenn man möchte. Denn es spürt die positiven und die negativen Inhalte. Also das, was ich formal einzahle, in Anführungsstrichen, oder das, was ich rausnehme von meinem Konto, was negativ wird. Okay, eine Sache, die ich immer stillschweigend hier verwendet habe, die sogenannte Intervalladditivität. Wenn ich von A bis B integriere, kann ich auch einfach von A bis C integrieren und von C bis B. Das sollte anschaulich einleuchten, wenn C irgendeine Stelle in dem Intervall ist. Also einfach hier. Anstatt von 0 bis 2Pi zu integrieren, kann ich erstmal von 0 bis Pi integrieren und von Pi bis 2Pi. Klar. Dann legen wir noch zwei Sachen fest. Die erste ist anschaulich klar, das Integral von a bis a über f von x dx ist einfach 0. Ja, wenn ihr euch vorstellt, ist eine Fläche mit Breite 0, da ist klar zu sagen, das muss 0 sein. Ihr könnt auch formal die Ober- und Untersumme hinschreiben, nur für die Stützstelle a selber mit Delta x gleich 0. Zweite Festlegung, wenn ich von b bis a integriere, definiere ich, das soll einfach das Negative sein des Integrals von a bis b. Mit dieser Definition gilt dann das obige sogar, wenn c irgendeine beliebige Stelle ist. Die muss dann gar nicht mehr im Intervall liegen. Auch das könnte man sich anschaulich so vorstellen, wenn ich halt hier jetzt plötzlich in die andere Richtung laufe, von b nach a, dann bekommen meine Delta x in den Ober- und Untersummen ja plötzlich ein anderes Vorzeichen, weil ich andersrum laufe. In dem Sinne kann man sich das Minuszeichen auch anschaulich erklären. Man kann sich es auch einfach als Festlegung merken. So, gleich bin ich fertig. Viel geredet in diesem Video. Wir fassen zusammen. Für eine positive Funktion
ist das bestimmte Integral automatisch der Flächeninhalt zwischen dem Schaubild und der x-Achse. Wenn die Funktion komplett unter der x-Achse verläuft, wird, wie vorher ausführlich erklärt, das bestimmte Integral negativ. Und wenn ich dann die Fläche haben will, also den Flächeninhalt, muss ich um dieses Ergebnis Betragsstriche drum machen oder einfach ein Minuszeichen davor setzen. So, und wenn f, das ist der interessanteste Fall, in diesem Intervall sein Vorzeichen wechselt, also über die x-Achse von Plus nach Minus oder umgekehrt läuft, dann ist das bestimmte Integral nur noch ein sogenannter Flächenkontostand und der wird dann nicht mehr den Inhalt der Fläche angeben. Um den, weil ich ja positive Teile und negative Teile verrechne, kriege ich nicht den gesamten Flächeninhalt, den ich haben will. Möchte ich diesen, muss ich hier den Betrag von f integrieren. Das hier geht, wenn man es direkt machen will, nur mit einem Taschenrechner oder PC. Wie die anderen Dinge gehen von Hand, das klären wir jetzt schleunigst in den nächsten Videos, wo ich nicht mehr so viel am Stück labere, versprochen. Okay, ich habe gerade versprochen, dass ich jetzt ruhig bin, aber das möchte ich doch wenigstens noch erwähnen, dass das nicht untergeht. Zwei sehr, sehr nützliche Symmetrieregeln im Zusammenhang mit Integrieren sind die folgenden. Wenn das Schaubild punktsymmetrisch zum Ursprung ist, dann ist immer das Integral von minus a bis a über f von x dx 0. Woran liegt das? Schaut euch dieses Schaubild an, stellt euch vor, die y-Achse wäre hier, dann hätte ich Punktsymmetrie zum Ursprung. Und dann ist egal, von wo bis wo ich integriere, wenn ich symmetrisch integriere zur y-Achse, also von hier bis hier zum Beispiel, sind die positiven und die negativen Anteile im bestimmten Integral immer gleich und damit heben sie sich auf. Also, sehr, sehr nützlich bei punktsymmetrischen Schaubildern, ohne zu rechnen, wisst ihr, dieses Integral ist 0. Sollte das Schaubild achsensymmetrisch zur y-Achse sein, dann gilt, wenn ich von minus a bis a integriere, kann ich mir das Leben leichter machen, indem ich nur von 0 bis a integriere und dann dieses Ergebnis mal 2 nehme. Klar, denn rechts und links von der y-Achse habe ich dieselbe Situation. Das Ding ist ja symmetrisch zur y-Achse. Und weil die 0 viel, viel angenehmer zum Einsetzen ist, später sehen wir, wir müssen die Grenzen einsetzen, ist das hier auch eine Regel, die euch viel Arbeit erspart. Also die beiden Sachen merken und anwenden bei den Aufgaben zur Flächenberechnung. Und jetzt bin ich wirklich fertig. Ich schwöre konkret, Alter.